Die Bundeskanzlerin hat einen Fehler eingeräumt und korrigiert. Das hat unseren Respekt, das zeigt Größe und Charakter. Diese Korrektur wirft allerdings ein Licht auf das politische Verfahren, auf das Management der Pandemie insgesamt. Hier ist eine Entscheidung getroffen worden in einer nächtlichen Runde, ohne Einbeziehung von Experten, die jetzt korrekturbedürftig ist. Wenn man Frau Merkel richtig versteht, handelt es sich nicht nur um technische und rechtliche Fragen, die aufgeworfen worden sind, sondern auch die epidemiologische Notwendigkeit, also die Notwendigkeit, wirklich Corona zu bekämpfen, ist fraglich geworden. Tatsächlich, 2 Tage Lockdown machen auch keinen wesentlichen Unterschied bei der Bekämpfung der Pandemie. Das wirft die Frage auf, wie es zu so einer Entscheidung kommen konnte und ob wir nicht ganz grundlegend mit anderen Verfahren und anderen Instrumenten diese Pandemie bekämpfen müssen. Wir sind der Meinung, dass der Deutsche Bundestag in die wesentlichen Entscheidungen über die Gewährung von Freiheiten und Grundrechten einbezogen werden muss, viel stärker als bisher. Das wäre zugleich auch eine Möglichkeit, Fehler zu reduzieren. Parlamentarische Beratung hinsichtlich der strategischen Grundfragen sichert eben auch, dass Gegenargumente vorgetragen und geprüft werden können. Wir sind zudem weiter in der Sache der Auffassung, dass die Beschränkung nur von Freiheiten, dass das Prinzip "Wir bleiben zu Hause" nicht mehr die zentrale Antwort auf die Pandemie sein kann. Wir haben soziale und wirtschaftliche Risiken, die völlig unterbelichtet sind. In den Abwägungsentscheidungen der Regierung spielt die Lebenssituation von Familien und spielen die Existenznöte von Menschen eine viel zu geringe Rolle. Und deshalb brauchen wir nun Maßnahmen, wie etwa die konsequente Nutzung der FFP2-Maske, die Ausdehnung von Tests, das Vertrauen auf Hygienekonzepte, die in Handel und Gastronomie, auch im Tourismus und im Sport entwickelt worden sind. Solche Instrumente brauchen wir jetzt zur Eindämmung der Pandemie. Und deshalb ist für uns das Eingeständnis und die Entschuldigung von Frau Merkel eine Gelegenheit für eine grundlegende Korrektur der deutschen Pandemiepolitik. An einer Neudefinition der Pandemiebekämpfung ist die FDP bereit, mitzuwirken und Mitverantwortung zu übernehmen, wenn man unsere Antworten denn mit einbeziehen mag. Fragen? Bitte. Würden Sie sagen, das Einräumen des Fehlers heute ist auch ein Scheitern des Systems? Der Regierungsstil, in kleinen Runden übermüdet nächtlich dann sehr spontan sehr weitreichende Entscheidungen zu treffen, diese Staatspraxis halte ich nicht für fortsetzungswürdig, sondern wir sollten wieder zu anderen Verfahren zurückkehren, tagsüber unter Einbeziehung von Experten mit Abwägung und vielleicht auch mit etwas mehr Zeit Entscheidungen zu treffen. Es gab in den vergangenen Jahren gewiss öfter Gelegenheiten, wo diese nächtlichen Aktionen nicht die Qualität der Entscheidungen verbessert haben.